Ich hoffe, es geht euch gut. Danke nochmal, wegen dir und deinem Team habe ich jetzt einen super geilen PC mit einer 3060 Ti. Mal eben gucken, wer überhaupt alles da ist, ne? Also erstmal Moita, also der mit der grünen Schrift. So, der Schoko-Onkel ist da, Crow-Schattenfoto ist da, Karottenbrot ist da, Schießmeister ist da. Ein zweiter Stream im gleichen Monat, du verwöhnst uns. Ja, ich muss die Giveaways raushauen, sonst würde ich das auch nicht machen. Auf welche Eigenschaften Hersteller achtest du bei Netzteilen? Erstmal gucke ich, ob die goldzertifiziert sind. Dann schaue ich vor allen Dingen, wie lange die Garantie haben. Und ob sie modular sind. Und wo ich immer drauf gucke, ist die PSU-Tierlist. Das ist die hier. Die schicke ich euch auch gerne nochmal rein. Da sind sie alle aufgelistet. Und dann achte ich darauf, dass hier bei. Na, geh weg, Fensterchen. Hier bei Tier mindestens B steht. B sollte schon sein. Gibt es einen guten Bildschirm bis ca. 150 € im Full-HD-Bereich? Auf jeden Fall. Was ich zocke: Overwatch, PUBG und Dead by Daylight. Und immer das neueste Far Cry, wenn es rauskommt. Aber dafür reicht die 3080 halt ganz dicke. Warum hast du jetzt T-Shirt an? Weil ich live bin. Ich weiß, du würdest es gerne ohne sehen, aber den Gefallen werde ich dir nicht tun. Wer hat den hier reingepostet? Mir wurde von GameStar angeboten, dass ich den PC mal zugeschickt bekomme zum Testen. Genau. Die haben ja eine Partnerschaft mit CSL bzw. Boostbox. Boostbox ist ja so diese Gaming-Sparte in dem Bereich. Und die wollten genau den PC, wollten sie mir schicken. Hatte ich jetzt vor ein paar Tagen Gespräch. Wenn es Hersteller gibt, oder sagen wir es mal so, wenn ein User auf unserem Discord etwas in den Videovorschlägekanal reinpostet und wissen möchte, wie das mit dem PC aussieht, oder ihr postet es hier rein oder so, dann versuche ich, wenn ich die Systemintegratoren kenne, dass ich diesen PC vielleicht mal kriege. Wie es jetzt bei Krotos der Fall war. Wurde vorgeschlagen, Videovorschlägekanal, Krotos schickt mir die Kiste, ich gucke sie mir an, teste sie, zeige euch das Video, Thema erledigt. So. Wenn Hersteller von sich aus auf mich zukommen und sagen, hey, wir würden dir gerne einen PC zuschicken, ohne dass ein User danach gefragt hat, dann lasse ich mir den Bums natürlich bezahlen. Aber ich habe die Nummer hier abgelehnt. Ich habe mit meinem Team drüber gesprochen, weil uns die Konfiguration nicht zugesagt hat. Die meinten, ja, das ist aus den und den Gründen, weil die kaufen ja in großen Mengen und das muss ja hier alles angepasst werden und so. Aber das System wollte ich nicht reviewen, obwohl ich dafür bezahlt worden wäre. Ich von meiner Seite aus ist, also preis-leistungstechnisch ist der PC einigermaßen okay, liegt aber auch an der Grafikkarte, weil die Grafikkarte gegenüber anderen 4090-Grafikkarten einfach 200 € teurer ist, weil das eine Asus ist. Ja, also das Ding hatte zu viele Unstimmigkeiten in unseren Augen, deswegen haben wir das nicht angenommen. Weil, also mein Team hätte mir das Ding erstmal um die Ohren gehauen und hätte gesagt, wie kannst du unseren Leuten so eine Scheiße, also oder sowas empfehlen, nicht so eine Scheiße, der ist schon okay, aber es geht halt besser, ne? Hast du denn bei dir Gelegenheit mal. Ui, Heino, 100 Biddies, Dankeschön. Hier steht Raw Power, ja, dann schmeiße ich aber keinen CL40 RAM rein, sondern CL30. Dann habe ich Raw Power. Ach, das ist wieder so ein Lenovo-Moped, ne? Ja. Gehäuse, Tower-Gehäuse, ach was. Vor 2000 auf 1200 runtergesetzt, weil soweit seid ich schon immer misstrauisch. Ja, das ist so Hightech-Preissprung, ne? Streichpreis. Guck mal, was Hightech gerade so zu bieten hat. Nee, Alter, da kann ich jeden Tag reingucken und es ist irgendwas drin, worüber ich mich dann wieder aufrege. Dann wird mir wieder warm. Das bei dem Wetter auch doof. Das lassen wir schön sein. 450 Watt, leck mich im Arsch, ey. Das gibt's ja nicht. Alter Schwede, guckt euch das an. Also, ich hätte mir jetzt noch 4 USB mehr gewünscht, aber ja, für den normalen Durchschnitts-User geht das. Was soll der ganze Bums überhaupt kosten? Ja. Kannst du nicht so ein scheiß 0815 1500 € System hier reinposten? Schatz, ich gehe kurz einkaufen. Brauchst du noch was? Das ist so süß, das Case. Zeig ich mal was. Auf beiden Seiten, ne? Also ist egal, wie ihr das Case hinstellt, ihr habt auf beiden Seiten einen Headset-Halter. Habe ich auch gerade super gestoppt, ne? Die Fresse. Ast rein. Eigentlich wollte ich auch ein Video aufnehmen. Ich kann euch schon mal zeigen, was es wird. Wird mal wieder Zeit. CL40. Oh, ey. Ach, das ist nicht schön. So sieht der ganze Bums aus bei mir. Abgehoben. Ach, komm, geh weg. Bevor ich frage, wo ich das Eis her habe, ich habe einen Tiefkühlschrank unter meinem Tisch stehen. Ich habe gerade auch ein paar alte Reviews durchgeschaut, brauchte was zu lachen. Ja, ich habe früher noch richtig krass geraged. Mittlerweile bin ich ruhiger geworden. Ich werde auch älter. Boah, wenn ich schon wieder Computerwerk lese, dann kriege ich schon wieder die Pimpanellen. Alter, Giovanni und Marcells RGB-Hardware, nehmt euch ein Zimmer. Ohne Witz.
Du musst jetzt Luftsprünge machen, keine Samsung SSD drin. Ach, scheiß drauf. Wer spielt denn auf 24 Zoll? Seid ihr alle lost? Ich kann das verstehen, dass Leute halt, die halt in einer Mietswohnung wohnen, jetzt nicht unbedingt in der Wand rumbohren wollen. Das kann ich schon verstehen. In einer Mietswohnung? Miau. Ja. Ich pflanze mich jetzt hier hin und messe den Abstand von meinem Knie bis zu dieser Mittelplatte. Ich setze mich jetzt auch richtig dran. Ich bin jetzt mit meinem Pullermann, bin ich jetzt genau an Kante und habe bis zum Knie noch 22 Zentimeter. Das stört aber auch der Bauch, nicht die Knie. Weißt du was? Geh dich vergraben. Alter, Martin, danke. What the fuck? Warum kommt dir keine Notification? Das sind immer solche Boards, das ist halt für normale, einfache Gamers und solche Boards. Ich vergleiche das immer gerne, weißt du, da hast du dann einen Porsche Carrera GT3 in der Garage gestellt und fährst jeden Morgen 2 Kilometer durch die 30er-Zone zur Arbeit. So ungefähr ist es, wenn du dir so ein Board holst als normaler Gamer. Ja. Der Dialekt ist so vertraut, den hörst du überall raus. Das hört man aber so krass raus. Ja, Grüße aus Dresden. Guck. Ja, Nikon, ich komme aus Annaberg ursprünglich mal, kennst du bestimmt. Wir haben aber noch so einen, meinen Cutter, der RobTech, der hat auch diesen Akzent drin. Und wenn die beiden im Voice sitzen und fangen an zu schnacken und ich sitze dazwischen, es ist schlimm, ich sag's euch. Leute, das geht auf keine Kuhhaut. Da würde ich mir am liebsten ein Kilo Kaugummi in die Fresse schmeißen und mitreden. Aber Computerwerk habe ich schon mal ein Video draus gemacht und die haben nicht so gut abgeschnitten. Der aktuelle PC hier ist kacke. H510, 11411, einfach nur Resteverwertung. Ja, das ist ganz geil, wenn man so unabhängig ist. Und ich hatte schon Anfragen, auch vom Systemtreff. Jesus, Maria und Josef. Da habe ich die auch gefragt, habt ihr die Videos überhaupt geguckt? Ja, wir wissen das, aber wir wollen uns auch ein bisschen an dir orientieren und so. Ich so, nein, geht weg. Wollen wir nicht. Och nee, jetzt ist hier dieser scheiß Sirup drauf. 2 Jahre Garantie, unter 80 plus, nee, größer als 80 plus laut Hersteller, ja. Festes Kabel, das Ding, das sieht schon aus wie aus einem Lego-Baukasten. Boah, ich hab voll Angst bei dem Stuhl hier. Machst du so nach hinten, nimmst dann dein Handy. Oh, Alter, er knackt schon wieder. Alter. Ey, aber hier ist der Schwerpunkt, seht ihr? Der Schwerpunkt ist hier, da kann nichts passieren. Ihr sitzt so da drin und zockt so. Das, ich sollte vielleicht mein Handy nicht entsperren, wenn noch ein Video läuft. Ich muss mal die Lampe hier auf kaltweiß umstellen. Moment. Nicht blau, nicht lila, nicht gelb. Ha, herrlich. Jetzt haben wir kaltweiß, wunderbar. Alter, jetzt schießen sie, jetzt fangen sie nicht nur an, gegen Krotus zu schießen, jetzt schießen sie auch noch gegen, soll ich den Namen sagen? Ach, denkt's euch selber. So. Und ganz natürliche Spritzen. Leute! Ich weiß, auf wen ihr da anspielt. Lasst es sein, ey. Wir wollen hier keine Leute verunglimpfen. Ich will mal eben was zu trinken. Ich lasse den Chat jetzt gerade mal in Ruhe. Hier, Prost. Jemand Bock auf Spezi? Paulaner Spezi? Mauspad mit RGB, ey, speichere ich mir hier mit Punkten. Da muss ich kein Gewinnspiel mitmachen. Alter, Memory PC? Autorentipp. Alter, Shinobi? Dann top bewertet Agando, Megaport, Systemtreff, Megaport, Medion Eraser, Memory PC, Megaport. Alter, was haben die geraucht? Amazon Bestseller sind da einfach aufgelistet. Ja, das denke ich auch. So liest sich das nämlich. Das ist alles etwas, was über Otto und Amazon und Visaleisen vertrieben wird. Mediamarkt. Alter. Ja, so. Jetzt machen wir das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt alle mit rüber. Grüße von Nash. Vielleicht kennt er mich noch. Ich weiß es nicht. Na denn. Tschüss.